Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video. Ich konnte leider in den letzten paar Tagen nicht allzu viel zocken, deshalb kam auch leider kein neues Video. Jetzt ist es aber soweit. Ich werde einfach mal einen kleinen Test wagen. Und zwar brauche ich ja unbedingt jetzt hier mal so ein Ei. Wir sehen jetzt hier meine ganzen Pokémon, die ich bis dato gefangen habe, sind noch nicht allzu viele. Und ich habe hier auch ein Ei. Und das hat 0,7 von 10 Kilometern. Und die werde ich hoffentlich heute schaffen, sodass wir das Ei ausbrüten können. Vielleicht ist da ja was Geiles drin. Zudem werde ich euch mitnehmen. Ich habe die GoPro mir von Peter ausgeliehen. Da werde ich ein paar Shots machen. Vielleicht unterwegs dann nochmal den ein oder anderen Encounter filmen. Lasst euch überraschen. Ich finde, es ist eine geile Sache. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, falls ihr Bock habt auf weitere Pokémon Go Videos. Denn ich habe noch ein paar Ideen. Ich würde nämlich gerne wissen, ob es seltene Pokémon am Flughafen gibt. Ich werde mich jetzt aber auf den Weg machen, denn die 10 Kilometer, die laufen sich nicht von allein. So Leute, der erste kleine Stopp. Wir sind jetzt hier am Rhein angekommen. Hab auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, das eine oder andere Pokémon mir geschnappt. Jetzt nochmal ein kurzes Zwischenwort, denn es ist euch wahrscheinlich in den ersten paar Sekunden direkt aufgefallen. Die Soundqualität der GoPro ist nicht unbedingt die beste. Man kann sich das anhören, auf jeden Fall. Das Problem ist auch, dass sie in so einem kleinen Case war, was den Sound jetzt auch nicht unbedingt fördert. Und zumal bin ich eben diesen Fisheye-Effekt gewöhnt, da hat man einen relativ breiten Blickwinkel. Das hat die GoPro leider nicht und deshalb ja, bin ich ein bisschen directly into the face, würde ich mal spontan sagen. Aber ist jetzt alles kein Beinbruch. Für den einen Part geht das und beim nächsten Mal verspreche ich euch, da ist dann wieder die Liria am Start, wenn ich irgendwie outdoor unterwegs bin und dann passt das. Jetzt viel Spaß. Völlig außer Atem, völlig destroyed. Können ja mal ganz kurz gucken, ob wir, warte mal, Eier. Bis dato, wir sind schon bei 2,1 Kilometer, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Fehlen ja nur noch freaking 8. Junge, diese Treppen killen mich jedes Mal. 1 und 2. Ah! Ungeschafft! Wie sehr Kirche fällt! Oh. Ist das nicht geil! So Leute, mal wieder ein kleiner Zwischenstopp. Das sollte euch ja noch bekannt vorkommen. Da waren wir nämlich im ersten Video. Ich bin wieder im Rheinpark. Ja. Anstrengend. Gucken wir mal, wie viele Kilometer wir jetzt schon gelaufen sind. Ich will nicht Traumado ansehen. Ah ja. Okay, wir sind bei 3,2 Kilometer. Den Rest packen wir hoffentlich auch noch. Ich bin auch Level aufgestiegen, ich bin jetzt Level 6. Aber da geht noch mehr. Komm schon, Level 7 muss drin sein. Go, go, go. Leute, endlich wieder zu Hause und das Ei schlüpft jetzt in diesem Moment. Ich habe mir ganz kurz ein anderes T-Shirt angezogen, weil das war sowas von nass geschwitzt. Ich muss jetzt auch gleich unbedingt duschen. So, komm schon, das 10 Kilometer Ei, bitte. Pantymos, der heißt doch so, oder nicht? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er Pantymos heißt. Ganz ehrlich, mit den ersten 151, jawoll, oder Pantymos, wie man es auch gerne aussprechen möchte. Denn mit den ersten 151 Pokémon, da ist Pidizzle eigentlich noch relativ fresh, Alter. Aber hat nur eine 26, ey. Sternstaub, Junge. Pantymos Bonbon läuft auf jeden Fall. Konfusion, aber ein Psycho-Pokémon kann man auf jeden Fall mal machen. Ich habe es jetzt auch tatsächlich geschafft, Level 7 zu werden. War doch eigentlich echt erfolgreich dafür, dass wir jetzt gar nicht so lange unterwegs waren. Ich musste noch ein bisschen zu Fuß gehen, weil wenn man joggt und dann ein gewisses Tempo überschreitet, dann zählt er das nicht mit, weil ich bin mir tausendprozentig sicher, das habe ich auch mit Google Maps schon mal nachgemessen, dass meine Joggingstrecke knapp 9 Kilometer geht. Und dann muss ich eben noch die ganze Zeit so rumlatschen, weil ich war am Ende meiner Strecke, glaube ich, gerade mal bei 5,4. Und das war ein bisschen traurig. Dann natürlich noch ganz, ganz wichtig, was für Pokémon habe ich denn noch gefangen? Ah, jetzt steht er aber 196. Okay, läuft. Während ich heute unterwegs war, gab es dann, was sind denn die neuen Pokémon hier? Kukuna hatte ich schon vorher. Stimmt, ich hatte ja einen Shiggy gefangen, Dratini, Krabby. Und das waren, glaube ich, schon so. Enton, stimmt, den gab es auch noch. Mirapla, weiß ich gar nicht, ob ich die heute gesnackt habe. Fleckmon, war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich nice Aktion. Aber ich weiß, das nächste Mal beim Joggen, dann nehme ich nicht das 10-Kilometer-Ei, sondern vielleicht mal irgendwie was Einfacheres.
Da habe ich ja noch ein paar 5 Kilometer, 2 Kilometer. Ist auf jeden Fall nice. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, was wir denn an Items. Wir haben 49 Tränke, 36 Beleber, 2x Rauch, 254 Pokebälle, Kamera, Ei, Brutmaschine. Jetzt ja, stimmt, da haben wir auch noch eine bekommen. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich gegaint, Beleber, alles am Stissel. So Leute, ich bin fertig, ich bin kaputt, ich werde jetzt auf jeden Fall duschen. War einfach mal ein ziemlich konfuses Video, ich hoffe es hat euch aber trotzdem gefallen. Ist einfach mal ganz ehrlich was anderes, auch in puncto der anderen Pokémon Go Videos, die so auf YouTube rumgeistern. Leute, ich werde auf jeden Fall weitermachen, das nächste Ziel ist seltene Pokémon am Kölner Flughafen. Das ist nämlich mein nächstes Ziel. Da will ich mit dem Fahrrad hinfahren und dann dort gucken, was ich für Pokémon dort so finden kann. In der Zwischenzeit, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei dem anderen Pokémon Go Video vorbei, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.